Willkommen zu einer neuen Runde World of Warcraft von Blizzard Entertainment, Patchstein the Waddle, Care auf dem Privatserver Rising Gods, wieder in Augin Down. Der Versammlungsstein befindet sich hier. Vader von Terrokar hier unten. Und wir fliegen jetzt in den südlichen Bereich. Schattenlabyrinth. Wir machen mal die Tür auf. Drücken auf L und sehen, wir haben die Quest. Buch der teuflischen Namen. Machen wir auf hier, genau. Und dann haben wir hier unten noch irgendwo Schattenlabyrinth. Erstes Schlüsselfragment. Nicht aufgeben. Der Kodex des Blutes. Lest den Kodex des Blutes im Schattenlabyrinth. Hoffe ich mal. Feldkommandeur Marfun, da hat man die Vorquest direkt aus Shadrath, die uns hier runtergebracht hat. Jetzt haben wir endlich mal den Schlüssel. Findet Spion Togun im Schattenlabyrinth. Wir gucken mal rein und versuchen da was zu finden. Natürlich wieder mit den üblichen Verdächtigen. Was? Liegt der da hinten in der Ecke oder was? Oder was, oder wie, oder wann, oder wer? Was haben wir denn? Wir haben die Aura. Tanky, genau, der Hingabe. Licht angemacht. Und dann testen wir mal den da. Nur um zu sehen, was die hier auskennen. Was, der heilt sich? Nee, den kann das hier drinnen dauern. Es gibt Ruf, unteres Viertel, wie man sieht. Hier nehme ich die mal einzeln raus. Das heißt, einzeln erstmal die zwei. Da habe ich einfach Angst, dass irgendeiner viert. Oder wie der hier was Dummes macht. Der eine stunt, der andere halt. Das ist schön. Und wenn die das genauso im Wechsel machen, Spitze! Siehst du, genau das da. Schweinebacke! Ruf damit. Hier gibt es einen, der stunt drauf. Und der steht vor dir. Das bist du nicht selber. Das bin nämlich ich. So. Aber wir könnten natürlich. Wer von beiden hat denn jetzt Gehalt? Aha. Ja, dann stellen wir den mit Max DPS ins Achtung. Schnappen uns den da. Schalten mal hier an und knüppeln die einfach mit Max DPS um. Guck da. Zack. Abgenibbelt. Schwachkopf. Ja, ja. Schnauzeknopf haben wir auch noch. Guck. So. Da jetzt nämlich einen Rand. Ha. Ja, man sollte auch seine Fähigkeiten nutzen, die man hat, genau. Und man sollte sie natürlich auch, wie wir in der letzten Folge, vorletzten Folge, ach nee, ist ja schon länger her, aha, hatten auch die Fähigkeiten mit Tastatur nutzen. Jawohl, da ist man auch viel schneller mit K-Bindings. Das stimmt völlig, aber ich bin einfach zu faul. Ich bin Klicker. Was haben wir hier? Akolyt und... Achso, die können wir jetzt nur zusammenziehen. Okay. Ich renne schon mal Richtung Ausgang, falls es schief geht. Komm. Put, 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 put. Ach komm, wir stellen mal eine Weihe. Dann machen wir hier mal was an. Und naja klar, ich knüppe hier schön auf dem rum, der nicht heilt. Obwohl das effektiver wäre, auf den drauf rumzudreschen. Die heilen, die fallen, wenn die umfallen, wird es natürlich dann immer leichter, wenn einer noch dem nächsten umfällt, so wie jetzt. Gut, der macht, muss ich sagen, relativ wenig Damage dafür, dass er so ausrastet. Das könnte eine entspannte Instanz werden, hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Wie ist denn das mit dir? Kommst du hier? Yippie! Juhu! Bams! Simmelems! Und Ding Dong! Jawohl, doch mal die. Wie still mit dem zusammen weggeknüppelt? Stehen da noch ein paar Wichtel rum? Tatsache. Wie kann das passieren? Ja, halte ich mal voll, dann kann ich hier noch ein bisschen Mana wieder auftanken.
Ach ja, je, wenn ich mir überlege, was dir noch alles an Gruppen kommen. Ja, wer von uns beiden hat am meisten Mana, wa? Schnalzeknopf. Siehste? So geht das. Dann nehme ich dir so. Das dahin. Ich kann mir verstecken. Du dir auch. Siehste? Nee, den da. Genau, vor deiner Schnauze, du Schwachkopf. So, das da, den musst du doch schon riechen. Und dann euch beide. Schanibbel, schanup, blablab. Die geben sogar noch Ruf. Das lohnt sich ja hier drin. Herrlichst. War hier oben nicht schon der erste Boss? So um die Ecke und da hinten? Irgendwo? Oh, das war ja hier richtig lustig. Komm ein Stückchen vor. Jawohl, die konnten doch auch irgendwas. Mit ganz doll aufs Gesicht und rumfieren und Stun und Heilungsminus? Ich hasse dieses Zeichen. Und dann haben die ja auch noch 83.000 Leben. Jawohl. Sag ich doch, Heileffekt um 50% minimiert. Während wir das drauf haben, drücken wir natürlich nicht auf die Heilung. Das meine ich mit 4. Den hat er gleich doppelt gemacht, ne? Jawohl, das kann der. Sind nur 5 Sekunden, die der 4 dir voll in den Rücken drischt. Yippie, juhu. Ja, man könnte aber auch so ein Schild einmachen. Dann drischt er mir schon mal nicht mehr ganz so derb in den Rücken. Pingen, bumm, beff. Und dann legst du dich gleich in Skat. Siehste. Jawohl, eingesprungen, hingelegt. Ja, bring mal deine Freunde mit. Das wird lustig. Das hat gut geklappt. Nummer 1 liegt im Dreck. Flammenpuffer ist gar nicht gut. Das war doch das Zeug, wo es Debuff macht und stackt. Mimimi. So, unteres Worte ist euch gegenüber wohlwollend. Dann habe ich jetzt schon den nächsten, wo ich eigentlich mal nachgucken müsste, was sie mir verkaufen wollen. Verkaufen! Ja, nee, nix mit Kosten, ne? Und so. Mitkommen. Hier hin, wir haben nämlich keinen Schnauzknopf mehr. Also den großen nicht mehr. Dann drücken wir den da und den da. Gehen auf den nächsten, so rum und so rum. Nein, wir nehmen hier einen nach dem nächsten raus. Hier schwenkt man nicht zu früh. Hier warte ich mal, dass ich noch ein bisschen Mana kriege. Oh, komm, legen hin. Bevor er noch sich's anders überlegt und dann wirklich mal Damage macht. Krieg ich sogar runtergereinigt. Fein. Kommt mal mit dir her. Jawohl. So. Da haben wir den. Komm, stell noch mal eine Weile. Das ist schön, dass die nicht treffen. Das ist supi. Jawohl, das hat die Weile gemacht. Ich dachte schon, ich muss schon wieder zurückschwenken. Was natürlich blöd gewesen wäre. Herkommen. Jawohl, und natürlich jetzt leider keinen Exorzismus. Dann machen wir mal Schildchen an, machen wir den da. Die Heilung will ich gerade auch nicht. Was ich gern hätte, wäre ein Brock. So wie das da, wenn ich schon die Flügel anhab, Mann. Das nächste Mal muss ich warten. Das geht ja so überhaupt nicht, dass man wenigstens
Krieg ich da überhaupt Doppelbrock hin in der Zeit? Hier beim, das da und bam bam. Also nur haben wir ja hier immer noch. Ach nee, die Heilung haben wir ja schon gar nicht mehr. Hey, wir haben ja Crit, Crit, Crit und Crit. Und doch, das ist Heilung. Ja, die haben wir noch. Schön. Ja, wenn du mit dem härtesten Mob kämpfst, ne, immer erstmal schön nach den Stats gucken. Oh ja, passt schon, passt schon. Wird schon irgendwie. Yippie, bam, bam. Das nehmen wir auch noch. So. Ja, da können wir gleich mal zwei von denen ziehen, wa? Wenn ich das so sage, wie mache ich das dort? Also stehen bleiben tut normalerweise keiner von denen. Ja, wir müssen hier hinten auch rein, da liegt der Speer, den wir finden sollen. Und wieso habe ich... Hä? Man könnte hier ein bisschen mehr Damage machen, aber naja, muss man nicht. Hauptsache Barfoot drin. Oder wird gerade abgelaufen sein? Jo, ich hatte mich ja dann nochmal umgebufft mit Heilung! Siege des Lichts! Ja, das ist gemein, ne? Siege des Lichts und dann auch noch Richturteil des Lichts. Ah. Da kämpft nur mit Heilung! Ja, klar, ich bin ja auch alleine hier drin. Siehst du? Kritisch. Jo, was? Daneben? Meinem 70er. Jo, gib's ihm. Und nochmal. Und nochmal. Jetzt noch eine 4000er. Bam! Ne, 3900. Mist. Oh, tiefer Roll. So, genau. Eingesprungenes Hinlegen. Warte mal. Bam, bam, bam. Hochcasten. What? Da war noch ein Brock, den ich gar nicht gesehen habe. Yeah. Immer schön mitkommen. Kriegen wir den einen noch raus. Bam! Jawohl! Mit Flügelchen Doppel-Exorzismus oder zwei insgesamt. Da gibt's mal kräftig ins Gesicht. Oder bei dem hier vor dem Panzer. So komme ich ja gar nicht. Da müsste ich jedes Mal hüpfen, um den zu verwaffeln. Bup. Ja, es geht auch so. Ich trete einfach vor der Kniescheibe. Die ist zwar stark gepanzert, aber das ist egal. Damage ist Damage. Rums die Bums. Genau, das da nochmal. Und das da nochmal. Krieg ich Mana, Mana, Mana. Jawohl, danke. So, legst dich in Dreck. Hm, genau so. Schlaf gut. Oder eher schlaf schlecht. Können wir den stunnen? Als was zählt der Dämon? Hm. Können wir nicht. Da können wir nur... Ja. Machen mal Schild ein. Machen mal das. Machen mal das. Wechsel mal. Wir müssen erst die wegklüppeln. Sonst hauen die ganze Zeit auf mich drauf. Genau. Los, klüppeln um. Genau. So. Jo, passt. Danke. Hast du fein gemacht. Darum wirst du auch nicht ausgelacht. Drück mal da drauf, damit wir den auch mal benutzt haben. Yo, yo, yo. Weil Max DPS den Mana, 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 Mana. Also wer sich wundert, wenn ich mal Mana sage, wenn ich hier auf Richturteil drauf drücke, ne? Ich krieg dafür Mana wieder. Da siehst du. Das lohnt sich zu richten. Also nicht nur weißen Autoschlag benutzen. Weißer Autoschlag, woher kommt das? Ja, White Hits. White Hits sind die Schläge, die du einfach nur mit Autoschlag machst. Was ist ein Autoschlag? Du kannst doch gar nicht mit dem Auto hier drin rumfahren. Ne, Autoschlag ist das, wenn du Rechtsklick auf den Mob machst. Was du immer automatisch machst. Deswegen heißt es Autoschlag. Sag mal, hältst du mal die Klappe, wenn ich hier erkläre? Das kann doch gar nicht sein.
Ich wichtig, du nicht. Das wäre so, als wenn du hier einfach nur so machst, ne? Rechtsklick und dann. Aber. Schild ein. Ätzende Säure. Du spinnst wohl. Aber das ging eigentlich. Könnte es sein, dass deine Kumpels da ein bisschen krasser drauf waren? Warte mal, da drück mal gleich den da nochmal mit dazu. Was, das dein Effekt ist für dich uninteressant, ja? Gut. Das finde ich jetzt nicht witzig. Vor allem, wenn man nur in eine Richtung fährt. In die wie... Aber nicht wie er stand, oder? Seltsam. Mach mal Bubel an. Mach mal das. Jetzt in die Säure. Ja, ja. Geht schon. Verursacht alle... 3 Sekunden 1000 Damage. Aber wir haben ja noch... Na gut, kommen hier immer raus mit dem Exorzismus. Zieh mal nach hier. Jetzt machen wir mal ein bisschen Damage. Jo. Kannst du 4 Sekunden vom Damage abziehen? Mann. Ja, du bist genauso clever. Erst wegfieren und dann vor sich diesen AE machen, der räumlich begrenzt ist, sagen wir es mal so rum. Also von der Entfernung. Viel davon hat mich nicht mehr getroffen. Rums, die Wumms. Ja, du bist schon auf 20%, also... Kannst du dich anstrengen, wie du willst. Dir verkleppe ich noch ein paar. Ja, tänze ruhig rum. Fetzt. Darf ich mal wieder? Danke. So. Ja, da fällt trotzdem um. Da, guck. Fort ist. Ich bin nicht übermütig. Ich weiß, was ich kann. Ich bin der Held vom Erdbeerfeld. Du da, du da. Könnte es sein, dass das besser ist? 24 Verteidigung, 32 Verteidigung. Nee, das kann nicht sein, dass das besser ist, weil das ist aus der Lichtking-Welt und das ist Burning Crusade. Erstmal trink. Gut, das hätte auch gereicht. Das können wir uns gleich mal mit hier runterlegen. La 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 la. So, full. Bäm. Bäm. Bäm, 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 bäm. Rums. Die Bums. So, da legt er sich mal in den Dreck. Kommt, 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 kommt. Jawohl. Dreht schon Kreis. So und so. Du musst doch mal zuschlagen. Ich sollte mir vielleicht nicht mal zu der Nase jucken. Dann geht es auch besser. Hier. Jawohl. Du hast ausgedient. Und bam. Da durfte ich nicht mehr drücken. Ja. Das heben wir uns auf mit Flügelchen und so. Das lassen wir mal lieber. Das hat auch einen besonderen Grund. Möchte ich mir aufheben für hier. Für die nächsten Gruppen. Die da kommen. Die sind gewaltiger. Wenn sie original kommen, kommen sie alle. Wenn sie nicht original kommen, ist mir das auch recht. Wenn da mal ein paar weniger aufschlagen. Denn wenn da weniger aufschlagen, sind es weniger, die mir ins Gesicht schlagen. Ja, coole Logik, wa? Dann können wir hier hinten rumlatschen. So, da sind wir reingekommen. Spion, Quest beenden. Steht 5 Sehneninstrumente und bringt sie mit. Nochmal. Sie haben mich gefoltert und versucht, etwas über die Verteidigungsanlagen von Shadrat aus mir herauszuquetschen. War so gequetscht, siehst du nicht aus, aber gut. Mag so sein. Will ich da mal nicht so anzweifeln, ne? Ich habe mich geweigert, da haben sie die anderen Spione einen Höllenschlund verfüttert und ich sollte der Nächste sein. Aber ich habe ihnen nichts verraten. Sie sind wahnsinnig. Ich kann ja nicht alles vorlesen. Sie benutzen besondere Sehninstrumente. Ich würde euch ja begleiten, aber ich muss nach Shadra zurück, um Bescheid zu sagen. Gut. Steht 5 Sehninstrumente und bringt sie
zu Melisa. Jo, Seeleninstrument. Ach, das war ja gleich im nächsten Raum. Jawohl, jetzt wird's mir wie die Schuppen aus der Haare. Moment. Nee, das ging irgendwie anders. Das klingt so falsch. Ist egal. Seid ihr ja gewöhnt, ne? Genau. So, weiter geht's. Wir haben noch hartes Programm. Die Instanz ist groß. Die Instanz ist lang.